Hallo! Und wir sind zurück und weiter geht's in der Sylph Company. Jetzt sind wir auch auf der dritten Etage. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Teleporter uns hier auch total baiten. So. Legitimately. Und zwar, verdächtige Person gesichert, das bin ich. Was ist da? Ich, ja. Ja. Okay. Aber auch selbst hier ist es ein gutes Training für unsere Pokémon auf jeden Fall. Gut, dass wir ein bisschen höheres Level jetzt mittlerweile haben. Nach unseren etlichen Fangversuchen, Pokémon zu fangen und so im Training, ist auch Gott sei Dank uns, glaube ich, mal vergönnt. Oder gegönnt. Okay, ja. Was war das für ein Angriff? Ah? Sag mir. Ah? Knochen ran. Bam. La, 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 la. Elektroball, liegt so. Aggressivball. Wir sind gleich live, BD. Vorhin habt ihr das gerade gemerkt. Habt ihr das gerade gemerkt, was gerade abging? Habt ihr das... Oh mein Gott. Ich hab gerade gedacht... das ist mir gerade nie passiert. Aber... Habt ihr mich gerade beobachtet im Kampf? Wenn nicht, spult mal zurück. Ich hab gerade gedacht, nämlich... Ich zock gerade so einfach alleine. Also ich nehme mich auf. Und in meinem Kopf habe ich mir gerade überlegt, weil ich werde nachher noch streamen spontan, was ich machen werde. Und habe quasi so mir vorgesagt, was ich machen werde. Also ich habe gerade selbst mit mir selbst geredet. Habt ihr das gemerkt so? Ich hab nämlich gerade gesagt, wenn ich den Stream starte, dann werde ich sagen, ey, was geht ab, Freunde und so. Ich habe es gerade quasi für mich selbst mich vorbereitet für den Stream, weil ich dachte, ich bin gerade alleine so. Was war das gerade? Das war gerade... Oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. Ich hab grad für einen Moment vergessen, dass ich einfach aufnehme. keiner weiß. Oh mein Gott, wie witzig. Oh mein Gott, ich muss gerade selber lachen. Ich dachte so, warte mal. Ich dachte gerade, warte, was machst du? Du nimmst gerade auf. Warum drückst du den Button? Wo bist du gerade? Ich hab gerade legit vergessen, dass ich gerade hier bin und zocke. Krass, aber habt ihr auch manchmal sowas? Oh mein Gott. Ich bin gerade echt geschockt, so, keine Ahnung. Krass. GG. Von dem ganzen Goku Black Hype, ich nehme es nämlich an dem Tag auf, an dem Goku Black rauskam. Ja, krass. Hat gerade Goku Black im Kopf, so. Keiner weiß. Aber gut, nicht schlimm. Witzig, aber nicht schlimm. Aber ich bin auch darauf gespannt, wie es war, weil ich war gerade legit für ein paar Sekunden weg und habe mit mir selbst gesprochen. Und ihr habt das einmal an meinen Mundbewegungen auch gesehen. Krass. Keiner weiß, ich bin quasi das Programm für nachher durchgegangen. Aber gut, hier waren wir wahrscheinlich noch nicht. Bitte. Genau. Oh mein Gott. Ronaldo! Was hat denn da der? Oh, ah, ist ein Flecken, okay. Ja, Sylph Company wird dann erstmal so sein. Gegen klatschen. Ich gucke einfach jede Etage an, ganz genau, was zu holen gibt, etc. Oh, Slimog. Und dann bewegen wir uns aber langsam gegen den Endgegner, sag ich mal, des Sylph Company. Wir müssen nämlich Team Rocket hier aufhalten. Slimog. Oh je. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ciao. Und zwar...
Hier haben wir noch nicht geschaut. Können wir mal, gehen wir mal kurz hier rein, wo wir dann da hinkommen. Ich glaube, da oben sollte der Flammenwurf sein. Aha. Aha. Ah, da waren wir gerade, im anderen. Aha. Was ist das? Das ist die Skizze für den Meisterbank. Ja, ja, bin ich mir sicher. Okay. Ja, Dieter, jetzt kommen wir mal. Wunderbar. Wir haben auch fast keinen Knochenrang mehr. Orre, orrele, orrele, gandale. What you gonna do when we come for you? Donnerblitz. Ja, Voltoball ist auf jeden Fall schnell unterwegs. Zack, raus von dir. Geil, Knorr hat sich auch gut entwickelt, oder Freunde? Was sagt ihr? Level 47 mittlerweile. Macht sich auch ganz gut. Gefällt mir, das gefällt mir. Feuerschlag, let's go. Donnerblitz, okay. Aua. Nice, nice, nice. Oh, Elektroball. Hallo. Die Grimasse von Elektro, die Visage, die passt übertrieben, finde ich, zu Elektroball. So, ah, Def, mit so einem Grinsen. Ah, Def, ich bin so. Guck mal, wie der so mit seinen Augenbogen spielt. Elektroball ist schon nice. Ich finde den Liebe nice. Oh, Mama Mia. Sehr effektiv, genau das. Entweder kommen wir jetzt durch die Teleports zu den Items, zu den Pokébällen. Oder man kommt auch zu einer Healerin, eine Heilerin. Oh, steht hier irgendwas dran? Au, was mache ich? Wie denn? Schade, dass man da nichts anklicken kann. Früher konnte man so Bücher oder sowas anklicken, alles. Da stand an irgendwas drin. Ah, jetzt lasst ihr mit euch los, ihr Turtles. Oh je, Mini. So hilft mir doch jemand. Ja, was ist denn los? Ja, jetzt komm, lass mit der Wifi reden. Siehst du den Mann neben mir, so ein Feigling? Da hier offen ist, gehen wir aber nicht weiter. Das ist eine andere Etage. Wir gehen wieder zurück. Ich will halt nicht durcheinander kommen, ist das mein, ich will so von Etage zu Etage. Okay, wir sind doch nicht irgendwo hingekommen, wo ich mir dachte. GG, meint. Aber wo waren wir jetzt? Dritte Etage waren wir, glaube ich, oder? Dritten Obergeschoss. Genau. Du, gegen dich haben wir gekämpft, oder? Du Saftsack. Ja. Da waren wir auch schon. Ah, wir waren auf der Etage, oder? Nein, 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 nein. Wir haben gegen ihn gekämpft. Das Stock 9 ist so. Wir waren hier, wir waren hier. Wir sollten hier gewesen sein. Okay, machen wir weiter. Let's go. Oh je, was geht denn da ab? Achso, da unten waren wir noch nicht. Ja, ja, genau. Okay, nice. Guck mal, was macht der? Der hat Schiss. Vor lauter Angst habe ich mich versteckt oder in die Hosen gemacht, wie es aussieht. Du kleiner Penner, du. Hallo. Achso, ich habe den auch schon besiegt. GG. Auf geht's, weiter geht's. Okay, ah, okay, nice, interessant. Lass. Oh! Ja, die haben Polygon wurde leider auch erschaffen, um ehrlich zu sein. So. Das ist ein Pokémon-Forschungsbericht. Das habe ich gemeint. Der Forschungsabteilung ist es gelungen, ein Pokémon namens Polygon künstlich zu erzeugen. Schon traurig. Polygon ist halt so richtig so. Technik, Informatik. Informatik, so, ne? Programmiert einfach. Programmiert haben die. Die haben legit Polygon programmiert, mehr oder weniger. Der bekommt. Man kann ihn weiterentwickeln, wenn man ihm Items gibt. Und das sind so Upgrades quasi. Es ist wie wenn Polygon ein Update bekommen würde. So entwickelt er sich. Was hast du gesagt? Ich bin noch in Aufruf. Ja, ja, das bin ich. Genau, HDF. Ich
schauen, was. Sollte hier irgendwas auch zum Mewtwo angeschehen? Das Pokémon. Es wurde bestätigt, dass es Pokémon gibt, die sich entwickeln, wenn sie getauscht werden. Ah, okay. Oder ne, Mewtwo war, glaube ich, in Sinnoh-Insel. Information zu ihm. Ja, ich glaube. Haben wir gegen die schon gekämpft? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich will das lesen, Mann. Warum ist denn ein scheiß Stuhl vor mir? Derzeit sind mehr als 200 Attacken bekannt, die vom Pokémon eingesetzt werden können. Okay, okay, okay. Was macht die da? Hey, hast du verlaufen oder was? Wo schaust du hin? Du hast echt eine ADF. Ah, da ist ein Item, ja. Das hören wir uns dann im Nachhinein. Oh, Zubat. Arrok. Ei. Wo geht's hier? Oh, nice, okay. Und was haben wir hier? Krebsbonbons. Okay. Bzzz. Sobald wir den Tür öffnen haben, ist nice. Und du da? Hast du aufgelaufen? Was ist denn los mit dir? Na nun, wie seltsam. Kinder dürfen eigentlich gar nicht sein. Na, was machst du hier? Genau, das ist die Frage. Jungler Bobby. Hypno. Oh. Hypnosprech. Hypnosprech. Aber ist eigentlich auch ein fieses Pokémon, Hypno. Hat Mondi. Knorra braucht auf jeden Fall. Ah, ich wusste. Wir müssen Knorra auf jeden Fall mal eine Geistattacke beibringen, aber. Mir fällt gerade spontan keine Geistattacke ein. Ah, doch. Ah, ob der Dunkelklaue erlernt, das weiß ich. Oh ne, der macht Traumfress, oder? Ich hätte ihn auswechseln sollen. Ah, Psychokinese, okay. Okay, es geht. Komm, Krogger, jetzt liegt's an dir. Wach auf, let's go. Verpasst die Magnet. Genau, my boy. Genau das. Geistklaue, Dunkelklaue ist die Attacke, die ich meinte. Oder Finsterklaue, kann auch sein, irgendwie sowas. Oh! Flammenblitz? Hi, mein lieber Scholli. Flammenblitz, was machen wir dafür weg? Knochmarang hat sich eigentlich als sehr, sehr gut erwiesen, finde ich. Knochmarang war echt solide. Wir machen mal Durchbruch weg. Oder? Oder? Irrlich würde ich gerne behalten. Machen wir Durchbruch weg, haben wir eh als TM. Geil! Knogger, das gefällt mir. Sehr schön, Knogger. Flammblitz. Genau das. Alpollo. Sollen wir es gleich mal direkt... Nee, nicht. Alpollo können uns direkt töten. Ja, die sind ja effektiv gegen uns, sind die. Schaut Pikachu uns jetzt an, wie immer. Ah, heute nicht, oder was, my boy? Heute nicht. Kadabra. Blau. Blau. Oh, Money. So. Ah, boy, Knogger, echt. Richtig cool.
Richtig cool von Klagger. Einfach Flammenblitz ernst. Genau dies. Na, 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 na. Hier wollte ich nicht. Okay, da waren wir schon auf dem hier. Na, ist verlaufen. Atlas, du bist doch Omaewa. Ah, das kennst du diesen Jungen, ja. Ey, Asni, was geht ab? Ja, also, du kennst diesen Typen. Dieses Kind hat sich in den Kopf gesetzt, um das Leben schwer zu machen. Und vielleicht ist er dazu noch ein exzellenter Trainer. Verstehe. Dieser Typ ist sauer auf dich und will deshalb jetzt uns beiden das Leben schwer machen. Wie kindisch. So eine Unverschämtheit, du wagst es, Atlas kindisch zu nennen. Das drüttelt aber jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Ohrfeigenbaum? Kein Grund, sich so zu ereifern. Ulf, cool. Ich weiß genau, wie mit solch einem Gesindel umzugehen. Komm her, Junge. Komm her. Atlas. Wannabe Mourinho. Pokémons Mourinho. Wannabe. Aber endlich mal ein Doppelkampf. Asni, komm! Wir waren so lange im Gym. Zeig, was du drauf hast. Oh, was? The Tag Team. Asni, da hast du aber jetzt einen Gein ausgepackt, du. Oh, auf mich hat es keine Wirkung, aber Tragosso bekommt ein bisschen was ab. Oh ne, ich habe Elektrobar angegriffen gehabt. GG. Schau, es ist automatisch weiter, sehr gut. Ah, okay, ja, weil niemand da war. Okay, ja. So hat es im Kopf. Ich habe mich nämlich gefragt, wieso habe ich mich gerade gewundert, warum hätte ich gewundert, dass sich an jemanden weiterleitet. Wenn niemand von beiden da ist und man noch einen Angriff hat, dann trifft es natürlich niemanden. So war das. Ich bin einfach gerade gewundert. Aber gut. Tiefschlag. Oh, lol. Au. Au. Hab mal die. Kopfnuss, aggressiv, zack. Oh, da musst du doch besser trainieren. Da musst du doch besser trainieren, mein Freund. Komm, also nicht schnell. Ja, geht beide auf mich. Oh mein Gott. Ja, kommt beide. Du kriegst erstmal jetzt eine Schelle ab. Genau du. Hurra, bam. Karosso, verteil meinen Kopfnuss oder was du da noch drauf hast jetzt. By the way, Asni hat einen Tragosso. Ist es das Tragosso von Lavandia, dem er gefolgt ist? Wenn ja, ist er geil. Wow, okay, die haben schon viele Pokémon. Nice, gefällt mir gerade. Das gefällt mir. Machen wir folgendes. Radikal nervt mich mit seinem Tiefschlag. Sollen wir jetzt nicht einsetzen? Ja, ole, ole, the predictions. Ah, und? Was mit deinem Tiefschlag? A-Knopf-Tumper, du. Raus mit dir. Verbrenne erstmal eine Runde. Ich brenne. Knochenmacher. Ah, gegen Radikal. Hätte ich den Smogmog machen müssen. Obwohl, Smogmog hat das Schutzschild. Okay, Asni hat auch die Predictions. Der kann auch mit seinem Haki in die Zukunft sehen. Stimmt. Aber jetzt kriegst du mal einen Flammenblitz ab. Komm, neue Attacke. Schauen wir mal, wie das abläuft. 120 Schaden macht es. Feuerschaden. Physische Attacke. Aber wir verletzen uns selber. Oh, Lord. Voll vergessen. Flammenblitz, komm. Wie sieht's aus? Nett. Sieht auf jeden Fall nett aus. Was? Wieso hat so viel abgezogen? Krass. Ich hatte nicht gedacht, dass es so viel abzieht. Krass. Das war jetzt Kamikaze-Aktion hier. Oh mein Gott, das hatte ich überhaupt nicht im Schirm. Boah, sorry dafür, man. XO, die Soundbombe. Jetzt die Frage, ob der wieder. Oh nein, ob der wieder Schutz ansetzt. Ah, doch nicht. Auf geht's, Tragosso, komm. Eins.
Nice. Cool, sehr schön. Ja, ja, jetzt wannabe Mourinho. Ja, mach das. Oh, ey! Was willst du, du kleine Ratte? Lol. Oh, eine schwarze Box, die Nacke, keiner weiß. Sie hat was verloren. Ah, Tür öffner. Yeah, genau das, Asni. Genau das sind deine Plays, mein Freund. Gut so, Asni. Na, jetzt können wir nämlich alles hier öffnen. GG. Einmal öffnen, bitte. Dankeschön. Au. Oh. Korrekt, korrekt. Burkhardt. Slimehawk. Den haben wir. Ah, perfekt. Bei Pokémon wurde geheilt. Sehr schön. Von wie auch immer. Knogarinho. Rettern. Ey, Knogger ist jetzt. Knogger ist hier MVP auf jeden Fall, ne? Weil mit seinen Movesets kommt es auf jeden Fall gut zurecht gegen die Typen hier von Team Rocket. Ah, Hypno, ja. Hm. Oh, komm, wir haben Feuerschlag parat. Ade. Perfekt. Schluss, aus, zack, raus, aber schnell. Ah, von diesem haben wir gekommen, ne? Oder hier waren wir mal. Jetzt haben wir mal abgecheckt. Das ist wichtig. Ja, ja. Okay. Oh. Für zwei Pokébälle. Ich glaube, auf dieser Etage waren wir noch nicht. Ach, da links kann ich mich heilen. Habt ihr das gesehen? Aber hier kommen wir noch hin. Machen wir schon mal alles auf. Kämpfen wir gegen den da unten. Genau. Wer bist du, George Lucas? Einfach irgendwelche Namen auspacken. Keiner weiß. Linus! Geiler Name. Ah, Schutzschild. Oh mein Gott. Die und ihre Schutzschilds. Der hat legit so mit so wenig überlebt oder was? Keine Ahnung. Elektroball, sehr schön. Knoggers Movesets sind echt gut. Mm-hmm.
paralysiert leider. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, ihr merkt es, weil... wir haben gerade die Meldung, dass Dragon Ball Super Broly Film auch in den deutschen Kinos am, gezeigt wird. Wo genau wird noch bekannt gegeben? In den Anime Nights 2019. Ihr habt es bestimmt schon gehört, wenn ihr das Video seht. Aber in welche Kinos genau wird noch bekannt gegeben? 29. Januar 2019 wird aber der Film auch in den deutschen Kinos kommen. Genau. Die Kinokette UCI gab das bekannt. Sehr schön. Perfekt, Freunde. Darauf freue ich mich auch auf jeden Fall. Okay. Einfach schreien. Oh! Oh, Leute. Einfach mal schreien. Weil eskalieren. Dieser Schrei hat gut getan, muss ich sagen. Glurak Level 50, nice. Jetzt bin ich gespannt, ob Glurak zuerst Flammenwurf erlernt oder ob wir Flammenwurf zuerst hier finden. Aber ich glaube, wir finden zuerst Flammenwurf als TM. Creeperwelle, okay. Nun gut, dann gehen wir mal aber hier wieder weg. Heilen wir mal kurz unseren Knogger. Paraheiler, genau dies. Super Chancorino, genau dies. Dann nach rechts geht's weiter, richtig, richtig nice. Ah, da können wir auch noch hin. Mit der Schlüsselkarte. Aber jetzt auch ein Item, genau. Die haben wir schon besiegt, sehr schön. Aber die machen auch keinen Platz, okay. Feine Dame, muss wieder außen rum. GG. Aber jetzt können wir quasi alle Tore öffnen, das ist geil. Ich werde aber jetzt nicht runtergehen und von unten alles öffnen, weil irgendwann werden wir sicherlich da mit einem Teleport oder kommen, dass wir alles öffnen im Prinzip. Mega Block, GG. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wir sind hier auf Etage 4 gewesen, oder? Jetzt gehen wir nach 5 hoch, genau. Ja. Etage 5. Yes, so kommen wir hier hin. Ah, schau mal. Wo sind wir hier? Ah, okay, seht ihr? Ja. Da kommen wir eh noch hin. Ich mache einfach mal alles auf, so, wo wir nicht waren. Gab's hier irgendwas? Nope, okay. Ja, hier sieht's aber gemütlich aus, du, das sage ich dir. Du willst kämpfen? Yes. Dann kämpf mal. Warte, mich wundert es, dass kein Forscher Magnetil oder Magneton hatte. Josef, komm, pack du einen aus. Smart, smart, okay. 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 Oh, bitte, bitte. Warum vertriffst du? Triff doch einmal. Knochmeran, das ist der letzte Knochmeran, den du hast. Wer besiegt ihn nicht mal? Oh jemine. Oh la. Knogger, ich sag's dir. Mach bei Scheiß. Zack, raus auf schnell. Bisa! Junge, Junge, wenn Bisa Solarstrahl mal lernen will. Solarstrahl, Leona Ulti R! Drauf damit. Okay. Ist ein Pokémon? Ein Fläschchen AP Plus, genau dies. Okay, die dappen uns eh gleich. Aber wir gehen mal richtig rum. Wo waren wir jetzt? 5 oder 4? 5 von 4. Ja, was mit dir, Freund? Ja, da hast du recht. Was mit dir, Dame? Okay. Und du da? Was ist der Plan für die Stones oder was? Plan, wie du deine Stones sparen sollst. Okay.
Okay, immerhin hast du einen Plan. Hallo Dame, genau, ich bin's, Ozaru. Eine der vier berüchtigten Rocket-Schwestern. Wie heißt du denn? Ja, dachte ich mir schon, dass du keinen Namen hast. Also, Schwätzgeil Käse. Wow. Los, Knogger. Urrele. Wie geil, wie geil. Knogger hat sich auch komplett zum MVP entwickelt. Ey. Das ist richtig geil. Knogger und Sandame, Alula Form fallen. Ich hatte beide noch nie im Team gehabt. Deswegen freut es mich umso mehr bei den beiden. Ich find's richtig geil. Ah, bei den Turtles haben wir, der hat ja Schiss gehabt. Ah, die haben wir aber nicht besiegt. Den deppen wir gleich. Keine Sorge. Topschutz, okay. Hyperdrang. Ich warte immer noch auf Flammenwurf, ne? Und wir bekommen hier auch noch ein Pokémon. So war es zumindest früher. Ich sollte aber hoffentlich immer noch so sein. BD. What's wrong with you? Ha! Ha! One on sing it. I can't believe it. I never see stones like that. Ah, siehst du jetzt, der hat mal mit Tilo am Start, korrekt. Feuerschlag, let's go. Adep, war. Oh, armes Magnetilo. Mag. Nee, Tilo. Magnetilo. Ich war gerade wieder weg, Freunde. Ich war. Ich bin wieder durchgegangen, was ich im Stream machen werde. Ich war gerade wieder weg. Keiner weiß, ohne ich war, was gerade los. Konzentrier dich, Osadu. Ah, guck mal, der hat Flammenwurf. Okay, wir haben es überlebt, nice. Sehr gut, Knogger. Hey, merkt es, von Etage zu Etage kämpft man halt einfach gegen Team Rocket so. Das ist halt dies. Das ist halt dies bei sowas.
Oh, hier ist Böses im Busch. Warum ist sie so ruhig? Noch eine der Schwestern. Billy. Lol, warum, du Idiot? Das hat keine Wirkung. Keiner weiß. Warum? Warum? Oh, lol. Session. Level 50 auch? Ja, oder? Boah, Knocker, it is. Nice. Motorball, let's go. Spreng ich wieder in die Luft. Let's go, let's go. Dankeschön. Vor allem Motorball hat einfach nur Augen, ne? Einfach nur Augen. GG. Interessant. Interessant. Aber gut. Aber gut. Müssen wir hinnehmen. So, Rocket Schwestern, was sagst du jetzt? Halt. Mann, nur der Cracker. Ja, damit. Cracker. Drachenpuls! Nana. Look what just started. Oh, na 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 na. Everybody see me. Na 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 na. Give me please Drachenpuls. Einfach Toto kann auch Drachenpuls. Keiner weiß, es geboostet. So, machen wir weg natürlich. Wurde das genervt? War das nicht mal 90? Drachenmut machen wir weg, weil wir sind auf Spezialangriff. Naja. Raus damit. The Legend of Flammenwurf fehlt halt immer noch. The Legend of Flammenwurf. Hier war. Das haben wir sicherlich mal benutzt schon. Naja, war klar. Also wieder rein. Okay, sehr schön. Schauen wir kurz hier unten. Was ist das für ein Item? Das sieht so richtig aus. Das ist so richtig auf dem Präsentierteller. Es muss irgendwas Gutes sein. Ist es Flammenwurf oder was? Jonas, ist es Flammenwurf, Jonas? 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 Jonas! Sag mir! Ah? Jonas, sag mir, ist es Flammenwurf? Sag mir! Jonas, du Dumme, sag mir. Oh mein Gott. Jonas, sag mir einfach nur. Ich dis Flammenwurf. Oh Mann. Oh, Magneton bekommt so ein One-Shot jetzt. Oh mein Gott, Freunde, schaut her. Is this the one shot, Doreño? Urle! Kamikaze. Aua. Ja, Mann, unsere Pokémon gehen langsam alle auf die 50 zu. Korrekt, Level 50, sehr schön. Wow. Was war Rasen die da oben? Hat sie sich verlaufen oder was?
Thanks. Und ein Super Trank. Knockers, so geil. Ja, okay, die sind auch nicht mal Level 40. Die Pokémon, wir haben halt echt super trainiert. Gott sei Dank haben wir das gemacht, ohne Spaß. Gott sei Dank haben wir das gemacht mit dem Training. Und wie geht's dir? Was? Das wird doch nichts, Adelf. So einfach, das wird nichts. Mach mal die Fresse. Bitte. Nee. Yay! Lapras. Wow, hier, okay, nochmal. Ich glaube, eigentlich haben wir Lapras irgendwo anders. Also auch hier natürlich. In diesem Gebäude, aber auf einer anderen Etage. Geil. Lapras ist. Ich finde Lapras so ein schönes Pokémon. Lapras ist so ein schönes Pokémon. Dankeschön, meine Friends. Sonder Bonbon. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Auf welchem Stockwerk sind wir eigentlich? Wir bewegen uns langsam nach oben. Oh, jetzt sind wir im siebten. Okay, jetzt kommen wir ins siebte. Sehr schön. Oh, Lapras, geil. Da ist nichts. Du willst kämpfen? Yes. Bist du eine der Schwestern oder was? Eine der Schwestern. Ja, genau dies, genau dies, genau. Genkidama! Nice. Das war sehr effektiv. Hurra! Ihr merkt langsam, weil ich auch ungeduldig, ne? So viele Etagen, oh je, nee. Aber das war ein wichtiger Part, finde ich. Die Sylph Company zu übernehmen bzw. zu befreien von Team Rocket, das hat vom Spiel selbst hat das schon einen guten Part eingenommen. Von der Story her, sag ich mal. Und es gehört dazu. Ich find's auf jeden Fall cool. Ich meine, man müsste auch nicht jeden besiegen, ne? Man könnte auch einfach, ja. Aber ich besiege auf jeden Fall immer jeden. Ich will's im Nachhinein nicht bereuen. Einfach als Training auch. Genau. Hey, Jeff. Was geht? Nee, alles gut. Ich rette euch. Die Aktien werden wieder steigen. Keine Sorge. Keine Sorge. Ah, da geht es zum Heal. Warte. Hier waren wir, glaube ich, schon mal drauf, oder? Ja. Ja. Aber jetzt danach. Haben wir den besiegt, den da oben? Glaube nicht. Doch, haben wir. Ah, hier habe ich gedacht. Okay, ich hab's. Moment. Lass mich ganz. Wo kommen wir hier? Ganz kurz wollen, ob wir dann auch ein Tor öffnen können oder nicht. Ob ich da irgendwas vergessen habe. Was? Lol? Hä? The Bates? Wieso sind wir da vor dich hin? Ich wollte da nicht reingucken, oder was? Lol, okay. Lol. Okay, krass. Keine Ahnung. Aber. BD? Patrick! Electro Ball. Meow.
Harvard, komm. Fast. 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 Porygon. Aggressiv, direkt Hyperstrahl. Ja gut, dann machen wir weiter. Dann haben wir hier alles abgecheckt, yes. Geht's eins höher. Habe ich kein Problem mit. Okay, den haben wir schon gekämpft, ja. Yeah. Okay. Ah, da, ja, da, endlich! Halleluja! 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 Endlich ist sie da! Ich glaube, war das die letzte jetzt von den Schwestern? Haben wir schon irgendwie viel gekämpft? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, bitte nicht, bitte zöger den Kampf nicht heraus, bitte. Bitte! Bitte! Wie geil es wäre, wenn Klogger wieder aufgewacht wäre, aber das sind the dreams. Das sind the dreams. Yay, yeah, aufgewacht, sehr schön. Oh. Ja. Oh ja. Hahaha. Raus mit dem. Reicht doch. Es reicht, es reicht. Sehr schön. Ja, ich glaube, es war die letzte. Sie meinte zwar, sie sei die älteste, aber ich glaube, die haben auch gegen viel gekämpft. Sehr schön, wir kommen nämlich, glaube ich, langsam zum Endboss. Mehr oder weniger. Also eigentlich sollten sie die Flammen aufgeben. Eigentlich. Schwester Joy. Dankeschön. Was ist denn los? Da haben wir den noch da. Er ist verlaufen. Ich sag dir, ob du dich verlaufen hast. Na, ja, vielleicht. Smogon. Wir bewegen uns langsam zum Ende, Freunde. Es wird wieder ein langer Part. Aber ja, ich habe nämlich schon ein Cut gemacht in der Surf Company und ich will da nicht daraus zu viele Parts machen, weißt du, ich wollte das eigentlich, ich würde sowas gerne in einem Schritt durchmachen und da nicht so einen Cut machen einfach, deswegen passt es hoffentlich, aber wir kommen langsam gegen Ende. Oh, ich hätte mal Clockmanger verpassen können. Feuerschlag gibt's auch. Uff, 52 schon. Normalerweise habe ich immer auch noch jedem nach dem Kampf angesprochen, aber das würde zu lange dauern. Einfach so Informationen zu holen. Aha. Was läuft denn hier für ein Film? Hast du dich verlaufen lassen? Ah, oh nein, der will kämpfen. Ah, oh, nee.
Eigentlich hat man hier gegen die Rivalen gekämpft. Er ist ganz in der Nähe, ja. Mutig, Asni, mutig. Aber ihr könnt noch ein bisschen spielen, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich habe noch nicht alles abgecheckt. Mutig, Asni, ohne Witz, nicht schlecht. Top Lock Parfüm, okay. Okay, okay. Langsam sind wir beim Boss, Freunde. Langsam sind wir beim Boss. Aaron! Okay, cool. Jetzt ist eigentlich nicht die Etage gewesen, wo wir aufgehört haben. Also sorry, ich gehe nochmal runter und gucke, was da abgeht. Ich muss einfach alles abchecken, Freunde. Aber wir kommen gleich zum Endkampf. Ich frage mich dann nur, welche Etage das hier ist. Hier kommen wir zu Giovanni, das merken wir uns. Und zwar folgendes. Wir waren hier, richtig, das waren wir. Haben wir Schwester Joy entdeckt. Da hat's nichts. Da haben wir ja rechts schon reingeguckt, ich glaube, ja. Ja. Okay. Etage 9. Okay, wo geht's hier lang? Jetzt zieh mal einer an. Haben wir gegen ihn schon gekämpft? Ja. Okay. Okay, sehr schön. Da sollte jetzt Famos sein. Ein hier von den Bällen sollte eins Famos sein. Wenn nicht, dann ist er Reparino. Hyperheiler? Da oben vielleicht, ist ganz oben. Einer von den zwei da oben. Komm schon. Spaß! War nur ein Spaß. BD. Okay, aber jetzt kommen wir zurück. Hier haben wir alles abgecheckt. Wo gehen wir da lang? Guck mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Das hat die Etage, wo wir aufgehört haben. Da ist noch ein Item. Ein Pokéball. Okay, ja, hier waren wir gerade. Viehpeiler, danke ja damit. Milady, wie geht's Ihnen? Oh je, die hat Angst, die weint sogar. Aber hier sollte jetzt Flammus sein, BD. Komm schon. Ja, wir haben es echt weit gebracht. Come.
Hey, jetzt liegt doch mal ein A. Die Idee. Oder vielleicht kriegen wir Klammwurf erst nach dem Kampf. Spaß! Endlich, Halleluja. The Dreams, Flammenwurf auf Glurak. Endlich wird es wahr. The Dreams, Mager. Ja, welche wohl? Weg mit Glut. Einfach ein Level über 50 hat immer noch Glut. Oh my god. Oh Mala. Ha, endlich, Freunde, endlich. Jetzt können wir weitermachen hier. Komm mit sie. Ey, mach. Oh mein Gott, dein Ernst. So, jetzt aber. So, die 9. Etage gucken wir uns mal die drüber an und dann gehen wir aber jetzt zum Boss danach. Es sei denn, hier ist noch ein Kampf. Oh je, jetzt hat sich noch ein Kampf. Oh je, Mine, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber nur ein bisschen. Oh, ein bisschen viel, er hat 3 Pokémon. Oh. Tomato. Auf geht's, kommt. Durchhalten, Freunde, durchhalten. Wir haben es bald geschafft. Bald haben wir es geschafft, Freunde. Bald. Bald. Weiter geht's, weiter. Kiki. Da ist der Boss mit Giovanni, aber wir kommen nicht so rein. Wir müssen über den Weg von Asni rein. Alles klar. Guck mal, die Vase sieht aus wie Miraplan. Okay, Giovanni, bist bereit? Ich komme dich klatschen. Ready oder nicht? I'm here, man. I'm coming for you. Ready or not? Wollen Sie mich bitte noch einmal healen? Dankeschön. Ja, bitte eine Pause. Jetzt die Ruhe vor dem Sturm, Freunde. Der letzte Kampf. Wir machen uns auf den Weg. Werden wir Team Rocket aus der Sith Company vertreiben können? Natürlich, natürlich. Easy. Asne, geht's dir noch gut oder wie läuft's? Alles in Ordnung? Aber wir sehen uns dann. Ciao. Jetzt, Freunde. Endlich. Aber sicher, ich müsste noch gegen einen kämpfen. Gegen Team Rocket. Oh, was sollt ihr schon wieder hier? Was sollt ihr schon wieder, ey? Isa! Hurra! Ah, ja, ich weiß, Smog macht kein Flammenwurf, ich weiß, aber es überrascht mich immer und immer wieder. Rosetans. Koroninge. Jetzt der Stadtmann kommt. Zack raus, aber schnell mit euch. Das sage ich dir. Ja, aber ab, ciao.
Giovanni, komm du mal her. Was ist los, Pikachu? Was sagst du? Der typische Team Rocket Pikachu, da fällt mir auch nichts ein, um jetzt zu sein. Aber jetzt kommt zum Bosskampf. Giovanni, du kleine Ratte, komm her bitte, kämpfen Sie gegen mich, danke, schau. Guck mal, Zapdos. Hey Präsident, Sie glauben doch nicht, als wenn Sie mich täuschen können, der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt, habe ich recht. Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, dass wer Sie wirklich sind, das will ich Ihnen auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma, wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine armeestarke Pokémon zu erschaffen. Es reicht nicht, basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsgebieten. Erst recht nicht, okay, erst recht nicht. Na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Oh, mon ami, wenn Sie sich so dreist weigern, ist Ihnen auch bestimmt egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Ja, jetzt halt, machen wir langsam. Machen wir langsam, Giovanni! Pronto! Wo ist das auch so? Ein paar Geschichten, so wie hat. Deine. Ansonsten müssen wir voll Schmerz kennenlernen. Halt deine. Komm einfach her, Junge, und zeig deine Pokémon. Lass uns kämpfen. Immer diese Kinderquark. Ja, du bist ein Kind und so, bla bla. Zeig. Snowbidikat. GG. Snowbidikat. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Flammenblitz, let's go, rein damit. Knuddler. Oh je. Yeah. Bitte knuddeln oder was? Junge, bei mir gibt's einen Knuddeln. Zisch ab! Oh. Und wer kommt als nächstes? Rihorn. Aggressiv. Oh, Rihorn! Ah, ne, Rihorn. Ich verwechsel Rihorn gerade mit Rizeros, lol. Ja, Rihorn. Dafür haben wir einen Bisa. Zack, raus, aber schnell. Nidoqueen. Oh nein, 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 nein. Ich wollte wechseln. Ah. Das wird so sonst zu lang dauern. Oh oh. Nein, warum wechsle ich jetzt auf Klogger? Was mache ich? Okay, wegen Knochmarang geht's schon, aber. Ja. Oh, The Predictions, das war Absicht, das war pure Absicht. Ich wusste das, ich hab's gesehen. Mit meinem Haki, ja, ich hab's gesehen. Und. Hä? Knirscher, wow. Warum ist Nidoqueen so klein? Ich hab Nidoqueen mir viel größer vorgestellt. Aber viel, viel größer. Sehr mickrig. Naja. Und Giovanni, was sagst du? Mal jetzt wieder. Ah, wie konntest du verlieren? Bla bla, hierher mit den Stones, Junge. Nein, umfassend, wer kein anderer. Ich werde uns so über den Armplan aufgeben. Fürs Erste. Aber Tirok bleibt stehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich ziemlich zurück, meine Zeit, wir werden es schon sehen. Hau ab, bitte, dass die Tür geht raus. Dankeschön, ciao. Und Präsident, krieg ich jetzt den Meisterball? Ja, dankeschön. Ich habe euch gerettet. Krieg ich den Meisterball, Lady. Ah, danke, dass du das hast. Dankeschön. Und Präsident, was sagen Sie? Ich danke dafür. Hey, mein Lieber. Ey! Er ist ein Meister, war nice, Freunde. Sehr schön. Was für ein Händler, das findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben alles nur dies ein Exemplar festgestellt. Ich werde also vermuten, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Freunde, so viel dazu zu der Silph Company. Wir haben die Silph Company befreit von Team Rocket. Wir haben Giovanni besiegt. Wir haben den Meisterball erhalten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, Freunde. Danke fürs Durchstehen. Danke fürs Mithalten. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.